Hallo, da bin ich wieder. Heute mal mit einem ganz schicken Anzug. Ich glaube, man sieht das nicht so richtig, aber diese Wand hier, die bringt mich gerade so zur Weißglut. Man sieht hier nur noch hier diese paar Fetzen. Und ich hatte ja gestern gesagt, das ist ja alles so easy, weil diese Wand hier, die ging ja total super ab. Und die sieht auch total gut aus, aber das andere ist eine Holzwand, die da irgendwie später mal dazwischen gezogen worden ist. Und da klebt alles dran wie schöne Moos. Ich wollte jetzt nicht schon wieder fluchen. Das ist ganz schrecklich. Ich hänge da, glaube ich, schon eine Stunde oder, nee, länger. Ich glaube, ich hänge länger als eine Stunde an dieser Kackwand und ich kriege das einfach nicht weg. Und naja, ich melde mich dann später nochmal. So, einmal ein kurzes Update. Sieht schon ganz gut aus. Die Wände sind weg. Warum sage ich immer Wände? Ich meine doch hier, da, die Fliesen. Fliesen sind es auch nicht. Nein, es sind Tapeten. Bis auf dieses kleine Stück hier in der Mitte. Das habe ich irgendwie gerade vergessen. Das ist mir gerade eben aufgefallen. Und natürlich dieses Kackstück da hinten. Das muss ich dann noch machen. Aber jetzt muss ich erstmal kurz los und dann ich mal gucken, ob ich nachher noch weitermache. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Meine Finger tun unfassbar weh. Ich glaube, ich kriege Blasen. Scheiße. Hallo, da bin ich wieder zum nächsten kleinen Eindruck. Heute ist schon wieder der nächste Tag und ich habe den ganzen Tag, ich glaube 8 Stunden lang, nur Tapeten gekratzt. Das tut so unglaublich weh. Die sind total rau. Ich habe normalerweise ganz weiche Finger und jetzt sind die voll scheiße. Mein Nagellack musste auch schon dran glauben. Ja, aber das war ja klar. Habe ich jetzt auch nicht irgendwie anders mit gerechnet. Aber ich habe totale Krämpfe irgendwie in den Fingermuskeln. Und wenn ich jetzt eine Nacht wieder drüber schlafe, dann wird es wieder schlimmer. Am nächsten Morgen ist es, glaube ich, wieder schlimm. Das heißt, ich habe dann wieder richtig krass Muskelkater. Und heute habe ich leider gar nicht so viel geschafft. Aber ich hatte heute Gott sei Dank Hilfe. Heute war ich Gott sei Dank nicht alleine. Fußleisten. Die Fußleisten sind jetzt überall in allen Zimmern komplett weg. Und ich glaube, ich nehme mich jetzt mal ganz kurz mit in das Zimmer da, was wir heute gemacht haben. So, wir gehen jetzt mal dahin. Ich sehe auch voll kacke aus. Vielleicht seht ihr das. Ich bin nur noch auf einem Auge geschminkt. Dieses Auge ist nicht mehr geschminkt und dieses Auge ist noch geschminkt. Und zwar, weil ja mir immer so komische Sachen passieren. Mir ist ein Stück Tapete ins Auge geflogen. Und dann musste ich das irgendwie ausspülen. Und das war, naja. Ja, deswegen sehe ich jetzt irgendwie ein bisschen seltsam aus. Und das andere ist verschmiert. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas überhaupt hochladen kann. Gott, wie sieht's aus, ey. Schlimm. Naja, das ist auf jeden Fall das Zimmer jetzt ohne Tapete. So, da sieht man, da ist noch ein bisschen Tapete dran. Da nicht. Und da ja. Genau, weil da unten war eine Steckdose und es wurde dunkel und wir brauchten aber Licht und... Nee, ich filme ja voll verkehrt. Da unten ist eine Steckdose. Und deswegen, mussten wir leider die Sicherung wieder reinmachen, weil wir halt hier Licht brauchten. Und deswegen ist die Wand jetzt noch nicht gemacht, aber es hat unglaublich lange gedauert. Es hat echt einen ganzen Tag gedauert, nur für dieses kleine Scheißzimmer. Und das hier, das habe ich komplett alleine gemacht. Innerhalb von einem Tag. Einfach nur, weil die Tapeten so geil waren. Ach ja, genau, das hier ist ja mein Hassstück. Nee, das habe ich natürlich heute auch noch geschafft. Das hat auch lange gedauert. Falls ihr euch erinnert, hier, da, gestern war da noch Kacke. Nicht Kacke, sondern Tapete. Ja. Ach so, hatte ich euch das eigentlich gezeigt? Ich glaube nicht. Ich zeige euch mal ganz kurz hier den Boiler. Der ist weg. Da. Nee, da. Da war mal ein Boiler und der ist jetzt nicht mehr da. Also und die Waschbecken sind natürlich auch weg. Das war ich aber nicht. Das war der Shallow, der hat die Waschbecken gemacht. Und der liegt jetzt gerade leider krank im Bett und deswegen hilft er nicht. Der ist leider nutzlos. Aber dafür hatte ich heute andere Hilfe und das war auch ganz toll. Naja, dann bis zum nächsten Mal, Schnipsel oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wann ich es hochlade. Tschüss!